Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Onkel Nupsi. Und ich nehme euch heute mit in Konens riesiger Welt, Tyboria. Ja, Freunde, was ist los, was ist geschehen? Wir können uns noch gut erinnern. Ich hatte euch hier kurz vorgestellt, was wir gemacht haben. Dass wir hier eine neue Base angefangen haben. Habe euch erklärt, dass das hier unten nur, naja, im Prinzip wirklich nur der Arbeitsraum ist und die wirkliche Base da oben entsteht. Ja, die sah beim letzten Mal noch nicht so aus, wie sie jetzt aussieht. Wir haben da schon ein bisschen dran rumgefeilt. Hat aber noch kein Anspruch auf Fertigkeit oder auf Vollständigkeit hat. So, wir dann mal kurz hoch, damit ich euch das zeigen kann. Mir ist in der Zwischenzeit noch ein besserer Verwendungszweck für diese freie Fläche hier eingefallen. Das sieht ja hier sehr schön aus. Vielleicht kriegen wir hier den Kartenraum drauf, denn den müssen wir ja auch noch bauen. Wir haben zwar, Ron hat unten schon ihn gebaut. Das ist doch alle schick und alle prima. Aber der wird mir nicht gut geschrieben. So. Ja, so sieht es hier im Moment aus. Hier ein kleiner Balkon. Oder vielleicht machen wir auch hier noch draus irgendwas. Müssen wir mal gucken, müssen wir gucken. So. Das habe ich schon mal geöffnet, weil ich mir dachte, vielleicht gehen wir da oben noch ein Stück weiter raus. Müssen wir sehen. Ich habe da noch keine richtige Vorstellung von, was das hier wird. Aber ich sag mal, hier kann man sich auf jeden Fall schon mal einrichten. Ja? Ich denke mal, wenn wir hier oben die Betten hinstellen würden, Ronne Seite, Nupsi eine Seite. Also, was soll's. Ja, aber unsere eigentliche Aufgabe, unser eigentliches Ziel heute, sollen ja da drüben die Türme sein. Das hatten wir uns ja vorgenommen, oder ich hatte es angekündigt, dass wir die Türme besuchen. Aus diesem Grunde, ihr seht's, ich bin schon ganz neckig angezogen. Das ist die Winterausrüstung und mir so ganz schön warm. Deswegen wollen wir nicht lange schnacken. Kopf in Nacken, würde der Hamburger sagen, und dann müssten wir was trinken. Naja, gut. So. Wir werden irgendwie da jetzt rüber dackeln. Und einfach mal schauen, ob wir da überhaupt durchkommen. Denn ich glaube nicht, dass die Türme nur einfach Türme sind. Ich kann mir schon denken, dass da noch jemand drin wohnt. Aber wie gesagt, wir schauen mal. So, zu essen haben wir mit, zu trinken haben wir mit. Wir haben unsere Streitaxt fast ganz, aber ja, ich glaube nicht, dass das stört. Dann haben wir noch unser Zweihandschwert. Oh, okay. Ja. Ich würde sagen, wir sind gut ausgerüstet. Wir haben so ja ein Schild bei, ob wir das benutzen. Ich weiß es noch nicht. Ach so, ich wollte mal die Alt-Taste probieren. Okay. Und zieht eine tolle Rolle rückwärts. Ja, und Inventar ist auch noch nicht ganz voll. Also, ja, das ist jetzt wieder der Knackpunkt. Ich habe vergessen, das Inventar hier zu machen. Ach, Kinder, Kinder, Kinder. Immer das Gleiche. Ich dachte jetzt wirklich, ich bin gut vorbereitet. Aber gut. Was soll ich denn jetzt schon großes finden? Also große nicht, sondern was soll ich finden, was so schwer sein könnte. Fällt mir erstmal nichts ein. Ich meine, wir waren ja in der vorjenigen Staffel, da haben wir die Sachen hier oben natürlich auch schon mal durchgeguckt und ausspioniert. Aber es hat sich ja einiges getan. Und man weiß wirklich nicht, was einen jetzt erwartet.
da sehen, da hinten schön den Vulkan. Ach, hier sind wir. Ach, ist ja nicht mehr wiederzuerkennen. Erinnert euch, hier unten hatten wir unsere Base. Hier unten am Wasser. Da hat Ron angefangen mit dieser Riesenbase. Aha, aha. Und hier oben war ja alles verseucht. Hier waren ja Wölfe ohne Ende. Naja, gut, jetzt sind ja keine Wölfe mehr. Dann gucken wir uns einfach mal an, was hier oben so für Leute rumrennen. Mein Schild ist gezückt. Ich habe da eben den rumlaufen sehen. I can see you, Exile. Like this. Und zwar. Ja. Drei Leute, kick an, kick an. Ich erkenne auf den ersten Blick, weil ich weiß ja nicht mehr, was ich sagen wollte. Natürlich auch alle mit. Nehmen wir auch alle mit. Ja, was ich vergessen habe, fällt mir gerade ein, mein Messerchen. Muss ich mal gucken. Was ist denn das hier alles? Nehmen wir alles mit. So. Dann komme ich mit meinem Hackerbeilchen. Das dauert denn nur ein Weilchen. Okay. Lass uns mal hier oben reingucken, ob hier jetzt was versteckt ist eventuell. Hahaha, Doppeltruhe. Wird ja nicht mehr. Eis. Da brauche ich Eis. Ich nehme es mal mit. Kann schon sein, dass es mir wegschmilzt, aber... Ziegel nehmen wir mit, definitiv. Die Knochen nehmen wir mit. Antilopenkopf. Na, die gib mal her. Okidoki. So, und das war der erste. Na, Halleluja, Bruder. Ja. Kick an, kick an. So hat sich das verändert. Und hier unten war ja alles voll mit Mammuts und so, ja? Völlig ausgestorben, die Gegend. Ei, ei, ei. Okay, wir hatten gesagt, die drei Türme. Also machen wir die drei Türme. Ach, endlich mal ein Getier. Na gut, so, dann ist es mit dem Getier nicht, wa? Aber haben wir auch nicht erwartet, sag mal. So, wir gucken weiter. Trall, trall, trall. Nö, nee, hier ist nicht. Nö, nee, zu entdecken gibt es hier auch nicht. Also hier kam keine Anzeige. Ja, weiter zum nächsten. Da hinten müsste unsere Kiste stehen. Naja. Ja, guck mal da. Noch, nee, das sind die Nordheimer. Eieieiei, hier wird es jetzt schon interessanter.
Hier wohnen schon ein paar Leute mehr. Ich kann nur nicht zu sagen. Stahlbahn? Naja, aber gerne. So, da müsst ihr, glaube ich, mal ein bisschen hier was rausschmeißen. Das sammelt sich immer so schnell Menschenfleisch an, ja? Das macht uns die Taschen voll und das wollen wir nicht. So, weiter geht's. Ist okay. Langschwert, Stahlbarren nehmen wir. Kristall nehmen wir. Getränk immer gerne. Ja, ein Eisenkrug. Ach, Repair. Okay. Also, dann würde ich gerne noch ein bisschen Fleisch. Und schon jetzt weiter. Nehmen wir spontan alle mit. Na du? Keiner zu Hause? Gut, wenn hier Kino weiter ist, dann werden wir gucken, ob hier vielleicht noch ein Heft rumliegt oder irgendwas. Ein paar Seiten, die uns was sagen können. Aber es sieht nicht so aus. Okay, Freunde, jetzt haben wir die drei Türme erobert. Ein bisschen schade, dass er dafür nur einen Eroberungspunkt gab. Aber was willst du machen? So, da drüben, wie gesagt, die Nordheimer. Und das ist jetzt ein richtig fetter Teil. Also hier können wir nicht einfach mal so kurz reingehen. Da müssen wir uns schon... Ja, das ist eine andere Folge, würde ich sagen. Wir gehen jetzt noch mal ganz kurz. Ich hoffe, dass es ganz kurz geht. Also, wie gesagt, völlig erschreckend, dass hier keine Leute sind. Keine Tiere. Du bist ja gezwungen, am Wasser zu wohnen, damit du überhaupt was zu essen kriegst, ja? Ja, ich weiß, ich könnte das jetzt hier besser abernten, wenn ich mein Messer nehmen würde oder so. Aber danach statt nicht der Sinn. Hier von Mama und Papa, die hier. Ja, lass er leben. Hey.
Lalalalalala. Du mal schön vorsichtig hier. Na toll, Wildfleisch. Beg mich Feuer. Ah, jetzt habe ich hier Leben verloren, weil ich gar nicht verlieren wollte, aber. Man kann sich das halt nicht immer aussuchen, wa? Da hinten ist ein fetter Mammut. Haben wir jetzt hier um diese. Ja. Siehst du, Ron? Hat das schön gemacht. Schön mit. Genau, mit Teig gemacht. Mit Schild. Genau. Da ist der Ron bestimmt stolz auf mich. Endlich hat Nupsi das raus. So. Ja, ich würde sagen, wir nehmen noch hier ein bisschen Menschenfleisch mit. Und das soll es gewesen sein. Mal hier eine Fahne, ob wir die lernen können. Rezepte? Nö, können wir nicht. Alle gut. Okay, Freunde. Diese Dörfchen da hinten. Das soll unser nächstes Ziel sein. Da werden wir mal einreiten. Da sind Unmengen an Leute. Aber, ja, wir sind ja keine Amateure mehr, wa? Okay. In diesem Sinne. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir haben hier alle platt gemacht, was wir hier gesehen haben. Wir haben ein bisschen was erkundet. Wie versprochen, die drei Türme. Und ja, und beim nächsten Mal, wie gesagt, ist dieses Dorf da fällig. Das heißt, wir könnten das jetzt ja schon mal erkunden. Lass mal auf jeden, dass du einfach mal ganz kurz hoch. Dann blinkt das auf und sagt, was Neues entdeckt. Dann freuen wir uns und ich kann euch endlich sagen, was wir überhaupt gefunden haben. Freunde, ich weiß nicht genau, warum ich das hier nicht angezeigt kriege. Ich weiß, ich war hier noch nicht. Oder ich war doch hier. Ach, ob sie das schon wieder vergessen, das kann doch nicht sein. Na, doch, vielleicht war ich hier mal mit dran. Also, wir gehen mal in Sicherheit und dann gucke ich nochmal auf. Assagard. Ja. Neu-Assagard. Ich weiß es nicht, ob wir das entdeckt haben oder ob das automatisch erscheint. Keine Ahnung. Aber scheiß drauf. Genau. In diesem Sinne, sagt schön mit euer Onkel Nupsi. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Daumen in nördliche Richtung. Wäre super. In südliche Richtung akzeptieren wir auch, aber bitte schreibt mir in die Kommentare, was da geklemmt hat. Außerdem Kommentare, richtig, rennen in die Infobox, was da loswerden wollt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.